Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Abendgottesdienst am vierten Sonntag nach Ostern. Kantate, zu Deutsch singet. Schön wäre es, wenn wir heute Abend einige der wunderbaren Abendlieder in unserem Gesangbuch anstimmen können. Wir dürfen es nicht, aber es spricht nichts dagegen, ein Abendlied zu bedenken und seine besondere Botschaft zu entdecken, als Stärkung für diese kräftezehrende Zeit. Mein schönste Zier und Kleinod ist auf Erden du, Herr Jesu Christ, heißt das Lied, das heute im Mittelpunkt der Predigt stehen wird. Lassen Sie uns miteinander den Psalm für diesen Gottesdienst beten und sprechen. Es ist die Nummer 708 im Gesangbuch. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Jahr trat zu dem anderen und eine Nacht kommt zu hohen Jahren. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Leben ist an den Himmel. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und euch. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Beten wir in der Stille zu Gott, der bei uns ist alle Tage unseres Lebens bis an der Welt. Bleibe bei uns, Herr, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner ganzen Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend des Lebens und am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und Güte, mit deinem heiligen Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns, wenn über uns kommt die Nacht der Trübsal und Angst, die Nacht des Zweifels und der Anfechtung, die Nacht des bitteren Todes. Bleibe bei uns und allen deinen Gläubigen in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Die Lesung heute ist das Evangelium zum Sonntag Cantata, das davon erzählt, wie die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem Gott mit ihrem Gesang gelobt und gepriesen haben. Ich lese Lukas 19, die Verse 37 bis 40. Als Jesus sich der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem herunterführte, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie: Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen: Glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde darf nicht singen, einer darf singen. Am Abend des Sonntagskantate soll es heute so sein. Zunächst das Lied 481. Liebe Gemeinde, jede Tageszeit hat ihren ganz besonderen Reiz und ihre ganz eigene Stimmung, weil das Licht unterschiedlich ist. Wir nehmen die Dämmerung anders wahr
als die Dunkelheit. Am Tag ist der Schatten kurz und klar. Am Abend wird er lang und unscharf. Die verschiedenen Tageszeiten wirken sich auf unser Tun und Empfinden aus. Es ist nicht egal, ob ich eine Aufgabe am Morgen erledige, am Nachmittag oder am Abend. Ob ich einen Menschen am hellen Tag treffe oder in der Nacht. Wenn die Unterschiede zwischen den Tageszeiten verwischt werden, dann gerät unser inneres Gleichgewicht ins Wanken. Was das bedeutet, das wissen vor allem die Menschen, die nachts arbeiten müssen und bei Tag schlafen. Sie schlafen weniger und sie leben nicht so lange wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist statistisch erwiesen. Das elektrische Licht und andere technische Hilfsmittel haben uns Unabhängigkeit von der Natur gebracht. Wir sind ihr offensichtlich nicht ganz gewachsen. Denn der Pulsschlag unseres Lebens, sein Auf und Ab, sie folgen einem inneren, uralten Rhythmus, den man nicht einfach abschalten oder umschalten kann. Dieser Rhythmus hat das Leben der Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg beeinflusst. Weil das künstliche Licht erst für kurze Zeit unser Leben umgestaltet hat. Es ist kein Geheimnis, dass dieser natürliche Rhythmus bei einzelnen Menschen durchaus unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt bekanntermaßen die Frühaufsteher, die morgens aus dem Bett steigen, frisch und fit sind, aber sobald es dämmerig wird, werden sie müde und schläfrig. Und umgekehrt gibt es die, die lange Zeit brauchen, um so richtig fit zu werden und bis tief in die Nacht hinein aktiv sind. Wenn das Ende des Tages sich ankündigt, wenn es Abend wird, dann bedeutet das für uns alle, egal ob wir nun Frühaufsteher oder Langschläfer sind, dass sich etwas in unserer Wahrnehmung verändert. Der Abend ist eine ganz besondere Tageszeit. Wir kommen zur Ruhe. Es stellen sich Bilder des Friedens ein und die Gewissheit, dass unsere Welt einer guten Ordnung folgt. Das wird auf den ersten Seiten der Bibel ganz wunderbar erzählt. Für die gute Ordnung des Lebens steht der Garten, in dem die Menschen leben. Und zu diesem Erzählkreis gehört auch eine ganz kleine Begebenheit, in der Gott sehr menschlich erscheint. Er genießt nämlich im Garten die Ruhe des Abends. Es heißt, dass er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Ein wunderschönes Bild. Ist das nicht Paradies? Doch die Sache hat einen Haken. Denn dieses schöne Wort gehört zur Geschichte vom Sündenfall. Sie erinnern sich, Adam und Eva, der Baum und die Frucht, dazu die Schlange. Als Gott den Abend so genießt, wie eben beschrieben, ist dem Menschen zugleich schmerzlich bewusst, dass sie die gute Ordnung der Schöpfung gestört haben.
Sie fürchten, dass der Schöpfer sie allein lassen wird, wenn die Dunkelheit anbricht. Und doch spüren sie gerade am ruhigen Ende des Tages auch Frieden. Den Frieden, der von der Liebe Gottes ausgeht und der größer ist als die Schuld. Abends liegen Angst und Vertrauen besonders dicht beieinander. Der Tag vergeht und damit rückt die eigene Vergänglichkeit bewusst oder unbewusst in unser Blickfeld. Es ist Zeit für die Frage nach dem, was wirklich beständig ist. Und die Hoffnung richtet sich jetzt darauf, das Licht nicht nur am nächsten Morgen zu sehen, sondern für immer. Aus diesem Grunde haben Abendlieder oft eine tiefe, nachhaltige und segensreiche Wirkung. Sie sind Edelsteine, die auch in tiefer Nacht leuchten, wenn ein Lichtstrahl sie berührt. Woher kommt dieser Glanz der Abendlieder? Die ersten Zeilen eines der schönsten Abendlieder in unserem Gesangbuch zeigen es. Ich spreche von dem schon genannten Lied Nummer 473, dessen erste Strophe lautet: Mein schönste Zier und Klein und Bist, auf Erden du, Herr Jesu Christ. Dich will ich lassen walten und alle Zeit in Lieb und Leid in meinem Herzen halten. Im Licht unseres Herrn Jesus Christus soll das Leben hell werden und den Glanz bekommen, den es nicht aus eigener Kraft hervorbringen kann. Von Jesus kommt die schönste Zier. Er ist das Kleinod, der Schatz des gläubigen Herzens, den es zu halten und zu bewahren gilt. Bleibe ich bei ihm, dann bedeutet das, ich vertraue der Liebe, die Gott schenkt. Die Liebe will Gott nutzen, um die Menschen zu verändern, sie ihm ähnlich zu machen. Und wer sich darauf einlässt, wird niemals allein sein, auch wenn Tod, Angst und Not kommen. Christus steht denen bei, die sich zu ihm bekennen. Und von ihm muss auch die dunkelste Nacht hell werden. Denn seine Liebe und Treue zu uns ist stärker als alles, was auf Erden besteht. Wir können sie nicht ermessen, aber spüren und frei bekennen, wie es in der zweiten Strophe heißt. Dein Lieb und Treu vor allem geht, kein Ding auf Erd so fest besteht, das muss ich frei bekennen. Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not von deiner Liebe mich trennen. Mit diesem Lied machen wir uns ein sehr persönliches Bekenntnis zu eigen. Es ist nicht überliefert, von wem dieses Lied ursprünglich stammt. Erstmals festgehalten wurde es von einem Mann namens Johann Eckhart, der 1553 in Mühlhausen in Thüringen das Licht der Welt erblickt hat. Als junger Mann ging er in die Ausbildung bei einem berühmten Musiker, Orlando di Lasso. Und später wurde er dann vom Markgrafen Friedrich von Brandenburg als Kapellmeister nach Königsberg gerufen. Dort erschien dann Ende des 16. Jahrhunderts ein berühmtes, bekanntes Werk mit protestantischen Liedern. Es trägt einen eigenwilligen Titel, der
lautet der erste Teil geistlicher Lieder auf den Choral oder gemeine Kirchenmelodien durchaus gerichtet und mit 5 Stimmen komponiert. Es ist also eine Sammlung von Liedern im mehrstimmigen Satz, die in den Kirchen Preußens gebräuchlich sind. Und zu diesen Liedern gehört eben auch mein schönstes Zier. Es muss also damals schon sehr bekannt gewesen sein, auf jeden Fall in Preußen. Die Melodie, auch die ist schon etwas älter als die erste Veröffentlichung, nämlich sie stammt aus 1573. Das Lied ist in einer Zeit entstanden, in der die Reformation schon einige Zeit vorüber war. Die großen Gestalten Luther, Zwingli, Bucer und Calvin, sie waren schon ein bisschen Geschichte und ihre Nachfolger, die achteten genau auf das Vermächtnis der großen Reformatoren und stritten sich um den rechten protestantischen Glauben. Die evangelische Bewegung spaltete sich in ein lutherisches und ein reformiertes Lager. Und beide meinten, den einzig wahren evangelischen Glauben zu besitzen. Und sie legten darum die Bibel in ihrem Sinne aus. Wohltuend hebt sich von dieser aufgehetzten Stimmung die Ruhe unseres Abendliedes ab. Vielleicht wollte sein unbekannter Dichter zeigen, Gottes Wort eignet sich nicht als Waffe, die man sich nach Belieben zurechtbiegen kann, um sie im Kampf gegen den anderen einzusetzen. Denn es bewahrt die untrügliche Wahrheit der Liebe, die allen Menschen gilt und ihr Leben hell und heil machen will, wie es in der dritten Strophe heißt. Dein Wort ist wahr und trügt nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Du bist nun mein und ich bin dein, dir hab ich mich ergeben. Von diesem Versprechen beieinander zu bleiben, lebt unser christlicher Glaube. Er braucht das Zutrauen, von dem Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes spricht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darauf ist Verlass, auch wenn es Abend wird. Der Tag nimmt ab, das sehen wir, das spüren wir. Wir spüren es auch, wenn unsere Kräfte schwinden. Wir können die Dunkelheit nicht aufhalten. Sie kündigt sich an, bis schließlich die Nacht hereinbricht. Dann brauchen wir ein Licht bei uns all hier auf Erden, das größer und stärker ist als unser eigenes. Eines, das hinüberleuchtet in die Ewigkeit. Ich denke an die beiden Jünger, die noch ganz und gar bestimmt sind von den schrecklichen Ereignissen in Jerusalem, der Hinrichtung des Freundes am Kreuz. Mit einem Fremden sind sie unterwegs in ihr Dorf Emmaus. Gegen alle Finsternis und alle Angst stemmt sich ihre Bitte. Bleibe bei uns, denn es wird Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wir wissen, dass Jesus damals nicht weggegangen ist, sondern seine Jünger und Geschwister immer begleiten will.
Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben es damals gespürt, als er das Brot brach. Wir spüren es auch, gerade vielleicht in dieser Zeit. Er bleibt unsere schönste Zier. Das ist uns fest zugesagt. Für heute und alle Tage Abend. Darum bitten wir mit dem vierten Vers. Der Tag nimmt ab, ach schönste Zier. Herr Jesus Christ, bleib du bei mir. Es will nun Abend werden. Lass doch dein Licht auslöschen nicht bei uns all hier auf Erden. Amen. Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir denken an unser Gemeindeglied Christel Bräutigam, geborene Pollitt. Sie ist im Alter von 86 Jahren verstorben. In der Fürbitte nennen wir ihren Namen vor Gott, beten für sie und ihre Angehörigen. Wie Kinder zu Vater und Mutter, so kommen wir Gott zu dir. Wir kommen mit unserer Freude und allem, was uns bedrückt, mit vielen Möglichkeiten und doch immer wieder am Ende, nicht frei von Angst, aber auch nicht ohne Hoffnung. Wir kommen zu dir mit den Menschen, die du uns verbunden hast, und bitten dich um deine Hilfe. Wir denken an die vielen unter uns, die sich einsam und verlassen fühlen, denen ein Mensch fehlt, der zuhören, verstehen und raten kann. Lass uns nicht achtlos aneinander vorbeileben. Hilf uns, aufmerksam, vorsichtig und geduldig miteinander umzugehen. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Zeit haben für sich selbst, die sich aufreiben in ihrer Arbeit, in Unruhe und Hetze. Gib ihnen Gelegenheit zur Entspannung, zur Stille, zum Gespräch und hilf ihnen, sie wahrzunehmen. Wir sehen überall Menschen, die Angst haben. Angst vor den anderen, Angst vor sich selbst, Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben. Lass sie Frieden finden in dir. Hilf uns allen, das Leid anzunehmen, das auf uns wartet. Wir bitten dich auch für die selbstbewussten, mutigen und zuversichtlichen, denen alles gelingt, die sich über Anerkennung und Erfolg freuen können. Bewahre sie von Leichtsinn und Überheblichkeit. Gib ihnen das nötige Gespür für die Empfindlichkeit der anderen. Wir denken an die, die durch die Corona-Krise besonders bedroht, betroffen und beansprucht sind. An die sogenannten Risikogruppen, an Mediziner und Pflegekräfte, an die Betreuerinnen und Betreuer von alten Menschen und Behinderten. Wir danken für alle Einsatzbereitschaft, für Rücksicht, Verantwortung und Achtsamkeit im öffentlichen Leben, für maßvolle Entscheidungen in der Politik. Wir danken mit allen Genesen. Wir gedenken aller Verstorbenen und derer, die um sie trauern. Wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Wir bitten dich heute besonders für Christel Bräutigam, die zu uns gehört hat und gestorben ist. Herr, unser Gott, du willst uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Du bist wie ein Vater, der seinen Sohn gehen lässt und wartet, bis er zurückkommt. Dir vertrauen wir uns an, durch Jesus Christus, unseren Bruder. Amen. Und gemeinsam beten wir mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Mond ist aufgegangen. Noch einmal ein Abendlied. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
Und nun empfangt den Segen unseres Gottes für euren weiteren Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Oh.